Hallo liebe Spielefreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo von Gamers Global. Heute beschäftigen wir uns mit Mittelerde Schatten des Krieges, dem Nachfolger zum 2014 veröffentlichten Open-World-Action-Adventure Mittelerde Mordors Schatten. Genau wie im Vorgänger schlüpft ihr in die Rolle des Waldläufers Talion, der an den Elbengeist Celebrimbor gebunden ist und der ihn immer wieder wiederbelebt, wenn er doch mal das Zeitliche segnen sollte. Jedenfalls dient Talion dem sogenannten Hellen Herrscher, der auf Rachetour gegen Sauron ins Fels ziehen will, beziehungsweise immer noch. Die Handlung, die spielt nach dem ersten Teil, also nach Mordors Schatten, aber das heißt immer noch ein bisschen zeitlich vor dem, was in der Herr der Ringe Trilogie passiert. Die Story des Spiels, die fällt noch ein bisschen dünner aus, als das im ersten Teil der Fall war, was ganz einfach daran liegt, dass das Spiel seine Open-World-Mechaniken deutlich ausbaut. Dazu später noch ein bisschen mehr. Aber hochwertig inszeniert ist die Handlung in jedem Fall und auch die deutschen Sprecher, die können sich wieder mal sehr gut hören lassen. Talion. Wir brauchen eine Armee. Das soll aber nicht etwa heißen, dass die Story-Missionen keine Highlights zu bieten hätten. Ganz im Gegenteil. In einer davon zum Beispiel müssen wir uns mehrfach mit einem Balrog anlegen, um zu versuchen, ihn irgendwie wieder dorthin zurückzutreiben, wo er herkam. Niemand zähmt einen Balrog. Aber das ist natürlich auch nur ein Beispiel für die Highlights, die die Story-Missionen zu bieten haben. In einer anderen der Questreihen bekommt ihr es dann beispielsweise mit den Nazgûl zu tun, den neuen Ringgeistern, wobei ihr natürlich auch dem Hexenkönig selbst begegnet. Der wichtigste Bestandteil von Schatten des Krieges, der besteht aber ganz klar darin, dass ihr nun eure eigene Ork-Armee aufbauen könnt, um die verschiedenen Festungen in den 5 Teilen der Spielwelt nach und nach niederzuringen. Du willst mich wohl durchbohren, was? Mit dem Schwert kannst du mich höchstens kitzeln. Im Rahmen dessen kommt natürlich auch wieder das Nemesis-System zum Tragen, das es ja bereits so ähnlich im Vorgänger gab in Schatten des Krieges, aber deutlich ausgebaut und in vielen Bereichen verfeinert worden ist. Das heißt, ihr begegnet namhaften Ork-Anführern, die euch erstmal kleine Hassvorträge halten und die entsprechend auf euch reagieren. Soll heißen, es sind wieder Elemente drin, wie ihr besiegt einen Gegner beispielsweise mit Feuer und lasst zu, dass er aus dem Konflikt flüchtet. Begegnet ihr ihm beim nächsten Mal, dann hat er wahrscheinlich ein paar Brandnarben im Gesicht. Im Rahmen dieses Systems lernen die Gegner aber auch dazu und das sogar direkt im Kampf. Also wenn ihr beispielsweise dem Gegner ständig über den Kopf springt, um zu versuchen, ihm in den Rücken zu fallen, dann wird er irgendwann in der Lage sein, dieses Manöver zu unterbinden. Uru gegen Mensch. Sieht gut für mich aus. Wenn ihr die Orks jedenfalls beherrscht habt, dann könnt ihr sie zum Beispiel auch als euren Leibwächter einsetzen oder eben dadurch, dass sie dann an eurer Seite kämpfen in Zukunft, entsprechend die Festung schwächen. Dazu würden wir euch auch dringend raten, das zu tun, denn ansonsten, wenn ihr die Festung angreift, dann werdet ihr ständig von anderen Orkführern attackiert und bekommt es mit einer regelrechten Übermacht zu tun. Um die Ork-Armee zu schwächen, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, ihr könnt natürlich auch einfach durch die Open World laufen und die einzelnen Ork-Anführer aufdecken und angreifen, töten oder eben auch beherrschen. Solltet ihr allerdings zum Beispiel auf einen der Leibwächter von den höheren Anführern stoßen, dann könnt ihr ihnen auch befehlen, als Spion aktiv zu werden. Damit schaltet ihr dann hier so eine Nebenmission, eine Hinterhaltsmission frei, wobei dann entsprechend eure beherrschten Orks ihrem Boss in den Rücken fallen. Die Festungen in den verschiedenen Gebieten, die richten sich an unterschiedliche Charakterstufen Talions. Das heißt, ihr solltet natürlich die Festung mit Orks in höheren Stufen vielleicht nicht unbedingt als allererstes angreifen, sobald ihr die Möglichkeit dazu habt, oder eben zumindest hingehen und die Festung entsprechend vorher ausreichend schwächen. Denn es ist generell kein großes Problem, wenn man mit einer deutlich niedrigeren Stufe Gegner angreift. Einziger Nachteil ist in jedem Fall, ihr könnt den Gegner bei der ersten Begegnung, wenn er eine höhere Stufe hat, nicht einfach so beherrschen. Aber ihr seid jederzeit in der Lage, ihn zu beschämen und damit in der Stufe zu senken. Und auch damit schaltet ihr dann wieder eine separate Mission frei, mit der ihr in der Lage seid, ihn dann endgültig doch noch zu beherrschen. Ork hier beschämen wir und senken ihn damit sogar ganze 8 Stufen herab und sind damit dann bereit, in der Nebenmission hier dann letztlich doch dafür zu sorgen, dass er in Zukunft an unserer Seite kämpft. Du wirst dienen. Besonders viel bringt es natürlich, wenn ihr die obersten Anführer der Festungen zur Strecke bringt oder zumindest neutralisiert. Denn das hat 2 Vorteile. Erstens, wenn ihr angreift,
dann werden sie euch erstmal gar nicht entgegentreten und zum anderen fällt auch ihr Verteidigungsbonus weg. Bei Hawk sind das zum Beispiel Feuerspeier, die entsprechend euch mit Flammen eindecken. Für euch selbst ist das zwar gar nicht so knifflig, aber zumindest für eure Mitstreiter, die natürlich dann im finalen Kampf auch sterben können. Habt ihr jedenfalls ein paar Orks beherrscht und die Festung eurer Meinung nach ausreichend geschwächt, dann könnt ihr in den Kampf ziehen. Auch da seid ihr in der Lage, dann eigene Anführer zu erstellen, die dann eben keine Verteidigung, sondern Angriffsboni mitbringen. So seid ihr zum Beispiel in der Lage, zusätzliche Minions mit ins Feld zu bringen, die dann entsprechend auch Schaden beim Gegner anrichten oder auch dafür sorgen, dass die normalen Fußvolk-Orks der Festung euch nicht ständig auf den Geist gehen. In höheren Stufen eurer Anführerboni seid ihr zum Beispiel auch in der Lage, Bestien mit ins Feld zu nehmen. Das kann wahlweise zum Beispiel ein Kriegskrauk sein, der entsprechend ordentlich zuhauen kann. Oder aber ihr nehmt sogar einen wilden Drachen. Der allerdings, der schießt auf alles. Auch auf euch. Die Festungsschlacht selbst, die läuft dann ungefähr so ab. Ihr stellt euch mit eurer Armee vor der Festung auf und dann kommt der Obermacker raus, den ihr übrigens nur erreichen könnt, wenn ihr diese Mission startet. Also das geht nicht direkt in der offenen Spielwelt. Die schwarze Sprache ist eingerostet. Eigentlich kenne ich kein einziges Wort, ist eine Scheißsprache. Aber wenn ich raten müsste, sagte er, ihr werdet alle sterben, qualvoll. Gefällt mir. In den Festungen selbst müsst ihr dann eine unterschiedliche Anzahl an Siegpunkten einnehmen und erst dann schaltet ihr den finalen Kampf gegen den obersten Anführer der Festung frei. Sobald ihr übrigens diesen Punkt erreicht habt, wird eine Art Safe Game angelegt. Das heißt, das Spiel, das merkt sich dann an der Stelle, dass ihr schon den finalen Bosskampf erreicht habt. Das heißt, wenn ihr die Mission, solltet ihr sterben, nochmal starten müsst, dann beginnt ihr direkt hier mit dem Endgegner. In diesem Fall hier handelt es sich allerdings um eine storylastige Festungseroberung und wir wollen euch mal nicht zeigen, wer da vielleicht noch irgendwie auf dem Riesen liegt. Diese Feste gehört nun dem hellen Herrscher! Mit der Eroberung der Festungen habt ihr allerdings noch nicht alles erledigt, denn ihr könnt dann auch entsprechend eure Reihen weiter ausbauen und verbessern, denn ihr könntet ja vielleicht auch mal den umgekehrten Weg gehen und nämlich die Festung gegen die Angreifer verteidigen müssen. Im Zusammenhang damit gibt es übrigens auch Online-Komponenten, wenn ihr dem zu Beginn des Spiels zustimmt. Das heißt, dann können entsprechend andere Spieler versuchen, eure Festung anzugreifen. Das tun sie nicht wirklich in eurer Spielwelt, aber wenn sie bei dem Versuch scheitern, erhaltet ihr Punkte, beziehungsweise wenn ihr die Festungen anderer Spieler angreift, dann werdet ihr entsprechend im Rang steigen. Die Spielwelt selbst ist indes deutlich größer geworden, als das noch im Vorgänger der Fall war und sie teilt sich auch auf mehr Gebiete auf. Wir waren zum ersten Teil lediglich zwei, die ihr auch in sehr linearer Reihenfolge erst betreten konntet, so stehen euch die fünf Gebiete von Schatten des Krieges deutlich früher zur Verfügung. Die Open World, die wird in jedem Fall deutlich größer geschrieben. Ihr musstet natürlich auch im Vorgänger die Hauptmissionen manuell starten und das könnt ihr auch in Mittelerde Schatten des Krieges weiterhin tun. Allerdings ist das Angebot an Nebenaufträgen doch deutlich größer. Dazu zählen nicht nur diverse Sammelaufgaben und natürlich gibt es in jedem Gebiet, wie gesagt, eine große Ork-Armee, die ihr nach und nach niederringen müsst, aber das Angebot, das ist gigantisch groß, vielleicht sogar hier und da ein bisschen reizüberflutungsartig. Die Nebenaufgaben zu erfüllen, das lohnt sich aber trotzdem in jedem Fall und das gilt sogar für die Türme, denn das müsst ihr machen, damit ihr sie in der Welt als Schnellreisepunkte freischaltet. Und weshalb sogar die Türme? Naja, weil dieses Minispielchen hier, bei dem wir verschiedene Sammelobjekte in der Umgebung markieren, nicht allzu toll geworden ist. Aber da sind wir auch beim nächsten Punkt und da könnte man sagen, das ist in gewisser Weise auch ein weiterer Story-Aspekt. Denn ihr könnt zum Beispiel auch hier diese Erinnerungsbrocken von Kankra finden und dabei nach und nach ihre Geschichte zusammensetzen. Die
Besonders viel Spaß gemacht haben uns in jedem Fall auch die Challenges, in denen wir in die Rolle von Celebrimbor schlüpfen und zum Beispiel hier einen Karagor übernehmen und dabei dann entsprechend Orks vom Reittier aus abmurksen müssen. Die Karagors, die sind natürlich nicht die einzigen Reittiere, die ihr beherrschen und dann entsprechend reiten könnt. Zumindest hier in den Missionen mit Celebrimbor dürft ihr das auch mit einem Kriegsgrauk machen und damit ein paar Ghule rösten oder einfach platthauen. Aber natürlich könnt ihr bestimmte Bestien nicht nur in diesen Nebenmissionen reiten, sondern auch direkt in der Spielwelt. Zum Beispiel, wie wäre es damit, mal auf einen Drachen zu steigen. Auch mit dem könnt ihr natürlich Feuer spucken und entsprechend mal schauen, ob das Blut der Orks noch ein bisschen schwärzer werden kann. An den Kämpfen hat sich im Vergleich zum ersten Teil auf den ersten Blick zumindest nicht allzu viel verändert. Das heißt, das System, das erinnert immer noch sehr stark an das aus der Batman Arkham-Reihe von Rocksteady. Das heißt, die Kämpfe sind sehr dynamisch und flüssig und außerdem natürlich ein richtiger Hingucker, insbesondere auch deshalb, weil die Animation und die Kollisionsabfrage mit den Gegnern wieder erstklassig ist. Allerdings gibt es natürlich auch einige neue Skills, sowohl was die eigentliche Fortbewegung angeht, als auch was zum Beispiel die Geisterfähigkeiten betrifft. So gibt es beispielsweise den sogenannten Elbensturm, den ihr, wenn ihr die Energieleiste entsprechend stark aufgeladen habt, auslösen könnt. Ein ziemlich mächtiger Angriff, bei dem ihr selbst unverwundbar seid. Aber er kämpft natürlich nicht nur mit Schwert, Dolch oder Bogen, so wie das im Vorgänger der Fall war, sondern ihr habt jetzt zum Beispiel auch Zugriff auf einen Hammer, der allerdings auch als Fernkampfwaffe dient. Zum Beispiel auch eben, um hier so eine Feuerstelle hochzujagen oder den ihr auch mit bestimmten Bonusfähigkeiten ausstatten könnt im Charaktermenü, wodurch ihr zum Beispiel beim Überspringen der Gegner den Feind eineist. Die Flügel des Waldläufers erheben ihn in die Luft. Abgesehen vom deutlich größeren Skilltree gibt es allerdings noch mehr, nämlich neue Ausrüstungsobjekte. Ihr findet bei jedem getöteten Anführer nämlich ein Objekt, zum Beispiel einen Dolch, eine andere Fernkampfwaffe und so weiter oder eben auch eine neue Rüstung, mit der ihr Talion aufwerten könnt. Diese Waffen, die könnt ihr zusätzlich auch noch im Rahmen von kleinen Challenges aufwerten oder zum Beispiel auch mit Juwelen bestücken, die ebenfalls bestimmte Bonusfähigkeiten bringen, zum Beispiel eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass ihr euren Gegner entflammt. Groß damit auseinandersetzen müsst ihr euch allerdings nicht, wenn ihr das nicht wollt. Viel entscheidender ist ohnehin die Stufe von Talion und dass ihr hier und da vielleicht einmal doch auf das Schwert mit etwas mehr Schaden wechselt. Aber an dieser Stelle nochmal ein Wort zu den Mikrotransaktionen, die im Spiel enthalten sind. Ihr könnt nämlich auch im Rahmen von Echtgeldtransaktionen zum Beispiel XP-Boosts freischalten oder auch zum Beispiel besonders starke Orks, die ihr dann eurer Armee hinzufügen könnt. Aber so ärgerlich Echtgeldtransaktionen in Vollpreisspielen auch sein mögen, ihr werdet sie in Mittelerde Schatten des Krieges schlichtweg nicht brauchen. Ihr findet genügend Material und seid auch ohne die Lootboxen und ähnliches in der Lage, mit starken Orks eure Armee aufzurüsten. Vor allem ist es das im Alleingang zu tun und ohne Unterstützung von solchen Funktionen ohnehin deutlich motivierender. Und da trägt das Spiel einen ganz erheblichen Teil mit seinem ausgeklügelten System bei. Alle weiteren aktuellen Informationen zum Spiel sowie unseren großen Testbericht findet ihr wie immer auf gamersglobal.de.